Tag Leute, willkommen zurück. Hallöchen. Lizzie ist meckerig mit mir, weil sie müde ist. Das stimmt nicht. Doch, das ist sie. Nein, das stimmt nicht. Hallo Andrea. Hey Andrea, I made hi. It. Hi. Welcome. Good to see you alive. Das Böse ist eigentlich Andrea no mit ihren Schlappen. No, I burnt my mop. It was that or shove it up a certain culo. I'm glad we're friends now, Andrea. I must confess, I raised my hand to Emma and Sam. Not something they'll forget in a hurry. Technically, that's assault, but I can't think of a single witness who could back up their story. Emma was such a lovely girl once. Fame has not been kind to her, but perhaps something good can come from all this horror. Good can come from all this. Yes, maybe. I just think perhaps with Sam, she can start again. A second chance. The most valuable thing in the world. Miracles happen. She gave me this house, you know? Doesn't surprise me. I can tell she loves you. We will be safe now. For a moment, I saw the old Emma. Or a glimpse of the new one, maybe. Where are they anyway? You only just miss them. After my chancla... Well, they seem keen to leave. They're waiting for you at the sewers. Emma Jones. Da waren wir doch eben. In the sewers. Oh, she has no idea what's coming, trust me. Well, may God watch over you all. Whatever happens, you will always be welcome at the Salazar residence. Thank you. Reverend? Good luck and God bless. Vielleicht. Trifft Pat, bei Patton, Emma und Sam wieder. Ja gut, dann porten wir uns mal in die Kanalisatia. Da waren wir doch eben. Kanalisatia. Warte mal. Nee, wir porten uns da nicht rein. Lass uns zu Fuß laufen. Das geht, glaube ich, schneller. Back to the sewers, then. Ich habe übrigens den Reds Untergang mitgenommen. Dieses eine Samurai-Schwert. Ich bin mal gespannt, wie sich das macht. Das hat nämlich eine ziemlich nice Nebenfähigkeit. Das Ding soll nämlich immer stärker werden, je mehr ich töte. Hey Emma, you there? Das ist Sam? Cool. No? Well, I'm sure they're fine. Das glaube ich auch. Hier ist übrigens, glaube ich, ein Mutator-Hotspot. Hier. Ich meine ja... Nee, doch nicht. Hä, was habe ich denn gesehen? Bernies! Nee, das habe ich nicht gesehen. Die haben keine Hotspots. Bei drei auf einen Schrei hier. Brutzel, Brutzel! Wie kannst du eigentlich im Wasser brennen? Oh, wegen dem da. Ach! Konsumanenti! Weißt du, was ich mich gerade frage? Was? Erinnerst du dich? Clemens have the record for zombie killing. Wish I kept score. Ach ja, wir sind wieder in dem Gebiet hier, da ist die Musik wieder so laut. Erinnerst du dich, als wir unter anderem nach Delgado gesucht haben? Als wir... Nee. Oh, vorsichtig. So. War kein lebendiger Delgado, war ein toter Delgado. Das war einer von diesen Corporals am Venice Beach. Ja, kann sein. Hello? Emma? Da war doch ein Zombie im Level 31. Und ich frag mich gerade, wie? Level 30 ist Level Cap. Das ist eine gute Frage. Warum können die Zombies Level aufsteigen und wir nicht? Weil ich da bin. Bitte nicht die Bienen. Aua. Das waren nicht die Bienen. Das war trotzdem schmerzhaft. Patton! Oh, you're here. Yep. Tried the house, but Andrea said you'd rushed off already. Yes, well, she really wanted us to stay, but... We have to be firm with her. Hey, who's out there? Ihr habt Angst vor dem Schlappen. Hey, Patton. It's Amy. Open up. Over to you. Ah,
Hey. Oh! Hello? It's a mess! Everywhere! Wo pack ich meinen Kopf hin? Miss John. Oh, there's no need to kneel. We're not the Queen. Call me Emma. Schlecht gealtert. Tap on. Ja. Patton. And I'm Sam B. You know, who do you voodoo, bitch? Who do you voodoo, bitch? Ah, ich hab's vermisst. Patton, I really need your help. There's a helicopter on Hollywood Boulevard. Just needs a pilot. No, I can't. You know Omen to Kill? Yeah? Remember how Randy couldn't get back in a car after his crash? But then, when the monster was about to get me, he suddenly shows up in a Camaro and saves me. So cool! I need you to be my Randy. Be Randy for all of us. Okay. Okay, yeah. Haben wir Randy nicht getötet? Ich erinnere mich da an irgendwas. Ja. Irgendein Randy haben wir getötet. Thank you. Bin sicher, es gibt nur einen Randy in LA. Garantiert. I think I remember how to fly. We are going to die in a fireball. He won't let us down. Come on. Keine Sorge, wir sind schon so oft gerespawnt. Thank you, kind sir. Ancient history. It's time for you to be the star. Dann bräuchten wir Amanda dabei. Wie Fahrradfahren. Böse. Du meinst, weil ich die Männer mit dem Fahrrad überfahren will? Nee. Nee. Von wegen Fortsetzung filmen. Ach so, ja, das ergibt Sinn. Die sorgt dann auch für ein paar Special Effects. Bum, bum, tscht, bum, bum, tscht. Und für die Hintergrundmusik. Ja. Oh, wir sind in einer neuen Map. Die U-Bahn sind wir. Die Üben. Sind die? At least they're real. Why did you come back, Sam? Das weiß ich auch nicht so ganz. The Metro. In Hollywood, everyone wants to. Erstmal plündern hier. Das Wichtigste an allem ist immer plündern. Ob wir auch Pietro treffen? I used people too. Oh! Die DVD-Kiste! Irgendwer will DVD spielen, okay. Oh, Hoplan! Oh, Gefahrenvorteil. Warte mal. Die verdammte DVD-Kiste wird nicht als Tresor gezählt. Das heißt, der Schlüssel wird hier sicherlich einfach nur irgendwo in der Ecke liegen. Die stehen da hinten. Ich wette, wenn die Tür aufgeht, kommen Zombies rein. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wo ist denn dieser Kack-DBD-Schlüssel? Also hier kann man auf jeden Fall die Kisten nicht kaputt machen. Ihm will den DBD-Schlüssel. Ja, na gut, vielleicht irgendwann anders. Ich schreibe mir die DBD-Kiste doch mal auf. DBD-Kiste. Hier kann man Kisten kaputt machen. Nee, kann man nicht. Ach so, ach ja, weil man keine Waffe ausrüsten kann. Das meintest du. Hallo. Need to go through here. Damn. I feel. Ja, das fühle ich auch. Yes. Thought it was a red one. After. Und wenn nicht, wär's halt doch. Me. Warum hustet er so schön? Hab ich mir auch gefragt. Be my guest. Be our guest. Here they come! No! Oh, no! Find another way around!
Oh, oh, von der anderen Seite sieht schon echt nicht gut aus. Einer von diesen Tankschlitzern. Da haben wir schon einen gesehen. Bleib da. So, jetzt muss ich aber erstmal die Kisten kaputt machen, in der Hoffnung, den DBD-Schlüssel zu finden. Ja, verstehe ich. DBD-Schlüssel! Gib uns den Schlüssel! Wir brauchen den Schlüssel! Meh. Es ist meh, BD. Hä? Ich frag mich, ob hier einer von den Zombies aufsteht. Meh, BD. Meh, BD. Spawnt aber auch keiner, ne? Nee. Also ich glaube, hier finden wir tatsächlich nichts. Aber nachdem wir hier bei diesem Deep Cuts einfach hinter dem Sofa den Schlüssel übersehen haben... Ja, verstehe ich. ...glaube ich, dass der hier hinter jeder Ecke ist. Gleiche den Druck aus schon wieder, dieses komische Minigame. Brauchen wir denn? Wir brauchen 50. Wie viel ist hier drin? Dann mein 10er. Achso, das macht das Ding. Und das macht... Wasser. Gasleitungsventil. Ah, ich brenne. Entschuldigung, war ich das? Weiß nicht. Ah, hier kommt Öl raus, ja. Da hinten ist. Das kommt nur hier hin. Da hinten ist das 10er-Dingen. Ach komm, Ronimo. Okay. Da ist er, wo ist der 20er? Da ist der 20er. Aus damit. Scratch one. Jetzt brauchen wir 10. Jetzt ein 20er aus. Du bitte nochmal den 10er an. Ah, nee, passt. Wir haben 30. Hier haben wir die 50. Kannst du das Ding ausmachen? Moment. Ach, der ist schon tot. Hier kommt einer. Naja, mehrere. That's the last one. So. Ey, jetzt so langsam habe ich die Schnauze voll von euch, bitte, ja? Gut. Ja, und jetzt? Wir sind fertig, wir können hier jetzt rüber. Warte mal, kannst du mich mal löschen? Mach mal an. Warte. Wollen's doch gar nicht. Oh, mir wurde angezeigt, das brenne. Na gut. Ernsthaft? Ich bin doch extra ausgewichen! Little help? Little help? Ist so. Come on now. Breathe. Hat sich ja gelohnt, dass ich gestorben bin, ne? Ja, hier. Versiffte U-Bahn-Schlüssel erforderlich. Oh, ich wünschte, ich hätte einen versifften U-Bahn-Schlüssel. Aber manche Träume werden halt einfach nicht wahr. Das Leben ist schon traurig. Treibgas, ja, Energy. Schon sehr traurig. One minute they were being evacuated, the next they were trapped in the dark. Oh? Oh, ich bin in jede Falle reingetapst, die man hier mitnehmen konnte. Stendy. Ah. Scheinbar nicht da. Oh, jetzt geht's weiter mit Fallen. Oh, was ist das? Die Crew zusammenrotten, Schatz. Welche Crew? Die Crew. Hey, ich hab das doch gerade ausgedingst. Willst du mich verarschen? Oh, Treibstoffkanister, okay. Okay.
So, die Crew. Wo warst du? Hier auf die andere Seite. Und hier in dem Ding drin. Danke. Achso, ja, dumme Idee von mir. Aua! Irgendwas hat mich noch angeschossen. Da war das Ding, was mich noch angeschossen hat. Ach, du hast auch so ein Scheißteil. Schrotflinte der Erstaunlichkeit. Das ist aber eine erstaunliche Schrotflinte. Nehme ich mit. Aber kein versüffter U-Bahn-Schlüssel? Hab keinen gefunden. Das Leben ist schlecht. Was war bei dir im Waggon drin? Auch ganz viele Leichen. Nein, ganz viele Schussdinger. Aber nicht wirklich irgendwas. Nee, auch nicht so eine Waffe am Ende? Nee, gar nicht. Also ich habe mir die Niete ausgesucht, sagen wir so. Ja, ist ja schön hier. Da haben wir noch den dritten U-Bahn, denkst du? Obwohl, hier können wir noch gucken. Brüll, brüll. Brüll, sag ich. Ach, da kommen wir nicht durch. Was denn ernst? Dann nehme ich noch mit. Ja. Hooray. Hier auf der Seite kommst du auch nicht, also da ist auch nichts. Müssen wir wohl da durch. Hallo meine Freunde. Oh, ein Gigi. Bin nicht davon überzeugt, dass wir den Schlüssel immer noch nicht haben. Ja, vielleicht kriegen wir den auch durch irgendeine Quest. Soll ja manchmal vorkommen. Nee. Wenn wir Sachen durch Quests kriegen. Ja, wir nicht, aber generell. Hello? Emma? Patton? Sam, even? Damn. Oh, eine Sicherung. Oh. Oh, ungünstig. Sehr ungünstig. So, jetzt haben wir das schon mal ausgemacht. Aber warum britzelt es hier? Weil da ein Brutzeler drin ist. Wo ist denn der Wasserschalter? Nee, nicht hier draußen vielleicht? Nö. Ich habe hier irgendwo Kanister gesehen. Sind da vielleicht welche? Ja, hier sind Wasserkanister. Da ist noch ein zweiter, kannst du den holen? Nö, ich habe mir das Hackmesser einfach so geholt. Oh. Das war ja jetzt auch klug. Schatz, du bist tot. Elektrizität zieht aber auch immer viel ab, hä? Ja, ja, schon. Okay. Gut, wir haben es zumindest. Wenn auch nicht sehr heldenhaft, aber wir haben es. Verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Mit der Kanalarbeiter wollen sie nicht mal arbeiten gehen? Ja, zum Beispiel.
Ich habe gar keine Angst vor euch. Guten Tag. Irgendjemand anwesend? Ja, warte die ganze Zeit, dass sie aufstehen. Ah. Da war so eine rote Kiste. Aber bei mir war nur eine Spitzhacke drin. Ja. Eine schöne kleine Spitzhacke. Bei dir auch? Ja. Ich habe bloß erst was Falsches verstanden, ja. Ja? Statt eine rote Kiste habe ich eine Erotikkiste verstanden. Oh nee, keine Erotikkiste. Ausnahmsweise nicht. Normalerweise bin ich immer großer Freund von Erotikkisten, aber dieses Mal. Didn't think so. Hoppla! Ich würde sagen, unser Freund ist tot. Falls das der Freund war. Naja, er sah jedenfalls so aus. Ja, wenn der Freund noch Freunde hatte. Ist der Freund trotzdem tot? I'm counting on you, Sam. Keep him safe. Befestigungsmaterial. Ja. Ja, kann man richtig viel machen hier? Ja, alles kann man da machen. Oh Gott, ich habe mich gerade an Monstrum zurückgerinnert. Bye-bye! Oh. Gleich was mit angezündet hier. Wo wir beim Monstrum sind. Hä? Und dann kommt das Vieh um die Ecke. Achso. Ist da denn irgendwas? Also da ist auf jeden Fall irgendwas Verschlossenes. Nee, etwas, was wir nicht mitnehmen können. Ist bei mir, es sieht nämlich aus wie ein Schokoriegel. Ich würde da gerne reingucken. Ja, nicht nur du. Es wird langsam weniger. Oh, Gott sei Dank. Ich sagte weniger noch, nicht, dass es leer ist. Wow, Stoff und ein Proteinriegel. Toll. Richtig gut hier. Ja, ja. Volle Ecke. Ich gehe weiter. Hallo? Hola? Oh, es ist so ein großes Areal, das ist kein gutes Zeichen. Doch, doch, das passt schon. Ja, ja, schon klar, schon klar. Okay, hier ist auch verschlossen, aber ich meine, da wäre ja auch nur der... der Weg. The way. Das ist auch fest verschlossen hier. Ja, oh, da könnten wir theoretisch rein. Oh! Oh! Das Gefühl, hier sind ein paar Freunde unterwegs. Sind das deine? Hast du die eingeladen? Nein. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich das getan hätte. Ja, Mr. U-Bahn-Techniker? Leute, der mir seine Arme entgegen. Ui! Scheiße, du Dreckiger. Was du kannst, kann ich auch. So, hey, Schlüssel zum Wartungsbereich. Ist das vielleicht auch der DBD-Schlüssel? Wahrscheinlich nicht, ne? Glaube ich nicht, der würde sonst wahrscheinlich DBD-Schlüssel halten. Ja, vermutlich. Also, von da kamen wir, dann bräuchten die nochmal zu gucken. Das waren aber viele auf einmal. Ja, die kamen als Gang. Ich meine, ja, da war zwar ein Screamer mit dabei, der wahrscheinlich seine Bros gerufen hat, aber trotzdem. Sonst irgendwas aus Befestigungsmaterial und. Hier! Karte. Karte! Und ein Gesicht, das hier klebt. Ich weiß nicht, ob man das braucht, aber. Und eine Spitzhacke!
Janusz-Zorn. Okay. Janusz war zornig. Ich muss mal gerade Gardine runtermachen. Gardine. Ja, ich sehe nämlich gar nichts mehr gerade. Ich sehe auch nicht mehr so besonders viel. Bei mir wurde es wieder Zeit für Papiertüte. Jetzt ist das nicht mehr ganz so anstrengend. So. Wo bist denn du? Da bist du, okay. Ich bin nur bei dir. Also, so weit weg bin ich gar nicht. Oh no, geh weg. Okay. Das hätten wir. Metallkiste. Oh. Spind. Oh, Schnellreiseraum. Das hier ist der Schnellreiseraum, ne? Praktisch. Und Scope. Chthonic. Adjective. Of relating to or inhabiting the underworld. From the Greek root meaning earth. Okay, die Chthonia. Logischerweise. Hier geht's weiter. Aber ich bin hier gerade und so. Ja, das war auch kein, wir wollen da jetzt lang, nur ein, ich bin den falschen Weg gegangen und da geht's weiter. Ach so. Okay. Damit kann ich leben. Hey, Constant. Ich bin durch. Mit dem habe ich doch gerade geredet. Ja, und? Okay. Ja. Mir gewünscht, dass er einen Schlüssel hat, aber nö. Ich hab von euch gurgelt hier. GG. Einer von den gurgelt. Also rein theoretisch müsste gleich einer von denen aus. Hey! Ah ja. I'm over here. No time now. Ah, it's Emma, in my watch out! Get the fuck off me! Run! We're only in an office! Aua. Kommen wir da rüber? Den haben wir aber ganz schön auseinandergenommen. Ich glaube, wir müssen da runter. Vor allem liegt da was Leuchtendes. Hast du das gesehen? Wo? Oh. Auf der anderen Seite. Oh, brennender Geher. Nein! Wo bin ich denn jetzt? Emma looked like she was having fun. Nicht gekriegt? Ah, hier haben wir noch. Eine Breithacke. Hooray. Wo war das Leuchten? Auf der anderen Seite. Ach so, ich dachte auf dieser. Nee. Oh, hier kommen wir auch noch rein. Mhm. Naja. So. Mach Sachen, hätte ich nicht gedacht. Ja, gucke an. Wow. Bin impressed. Was ist es? Pendeln. Ich kann pendeln. Hin und her. Und hin und her. Hin und her. Mit und dem Deutschland-Ticket für nur 99 Euro. Nee, 49 Euro. Aber nur, wenn man Schüler ist. Ich würde sagen, aber nicht für sie zu kaufen. Okay, da geht's scheinbar nicht weiter. Aber da haben wir noch gleich noch eine Sicherung, wie ich gerade sehe. Bye-bye. Oh, hey, explodiert alles. Bye-bye. Okay, sieht gut aus bei dir, ja? Ja, hier liegt alles hinter den Ecken.
muss mal gucken, was er da so kriegt. Ich krieg erstmal eine Zombie-Axt. Eine exquisite Zombie-Axt. So, so. Keiner auf dem Klo, na gut. Hallo. Weißt du, ich hab euch gelöscht und ihr? Was macht ihr? Meckern. Ja. Bleibt da einfach liegen, hä? Werd jetzt mein Wasserkanister her. So. Hui. Oh. Ja, der ist jetzt leer. Hier kommt noch was raus. Oder das ist der andere, ich weiß es nicht. Das ist der andere. Oh. Weit sind wir denn? Schon ganz schön weit. Sieht ein bisschen fleischig hier drin aus. Ich will nicht in den nächsten Fleischbaum. Da waren wir doch eben erst. Ja gut, wenn du nicht in den nächsten Fleischraum willst, dann machen wir das halt in der nächsten Folge. Dann hast du wenigstens noch eine Aufnahmepause. Oder nicht das Leuchtnis. Oder auch nicht. Karte. Seismostampfer. Neue Numenkarte? Ah, das ist nicht meine Autophage-Karte. Die kannst du dir ausrüsten, Schatz. Oh, Karte. Stimmt. Interessant. Ah, ich nehme. Ja, komm, ich nehme das hier. Schatzi. Ja. Die ist aber explodiert. Ja, da war ein Floaty. Sau. Können wir bitte hier stehen bleiben? Ja. Weil Folgenende? Ja. Schon klar. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.